What's up, liebe YouTube-Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge Call of Duty Black Ops 3. Ich habe Bock, ich bin gerade vom Furt geheimgekommen und habe jetzt noch voll Bock zum Aufnehmen. Hoffentlich wieder ohne Ruckelpartie. Wir wissen ja, die vierte Folge ist eher nicht so toll gewesen. Ich hätte sogar probiert, das zum Nachspielen, aber ganz ehrlich, das ist so viel. Ja. Ich hoffe, ihr könnt es mir verzeihen. Mir nervt das immer nur extrem. Okay. Aufwärts schwimmen, okay. Schauen wir mal. Wir nähern uns der Kommandozentrale. Melden uns wieder, wenn wir aufgeräumt haben. Macht besser schnell. Wir erhalten schon Berichte, dass die CDP. Klar, ich möchte nicht so lange im Wasser bleiben. War. Das bedeutet schwere Verluste für uns. Wir müssen dem. So, Kim, komm, wir müssen rauf da. Wir können ja nicht ewig lang die Luft anhalten. Ja, da sind wir auch schon. Und dann werden wir da ausrüsten. Brauchen wir Ausnahme. Ich bin mit der Waffe weiter, denn ihr wisst ja, nach wie vor gefällt mir die ganz gut. So ist das. Schauen wir mal, wie viele Folgen, dass ich heute noch aufnehmen werde. Immer ein bisschen vorproduzieren. Immer wieder gut, gut, gut. Okay. Was soll ich markieren? Glühwürmchen? Ich weiß nicht mal, wie man da umschalten kann. Okay. So, einfach mal drauf da. Wo sind denn da alle? Okay, da oben schießt einmal. Hammer, Hammer, Hammer. So, rein da. Feinde, oben und unten. Oben und unten, das ist aber kacke. Schau, ein Gefühl. Schauen wir mal, ob das irgendwas gebracht hat. Oh, 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 außer dass ich jetzt fast hier gewesen wäre. Nicht so geil, ich gehe mal ins Obergeschoss. Wir schauen einfach mal. Da war eigentlich ein ganz gutes. Genau. Wir haben eh oben auf da. So, Freunde. Ah, ich darf nicht aber so viele Freunde sagen, gell? Oh, 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 oh. Nicht so geil. Nicht so geil, wenn die da mit Schilde daherkommen. Ja, Anhaufen. Anhaufen Schilde. Bam, 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 bam. Ha, 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 ha. Das hat jetzt auch nicht so viel geholfen, gell? Wir brauchen mal ein bisschen Muni. Ein bisschen Munition wäre ganz geil und die Granaten explodiert da irgendwo. Was willst denn du da, hey? Von hinten angegriffen. Moment, jetzt schauen wir aber da gleich einer. Okay, da ist aber nichts. Hier ist nichts. In den zweiten Stock, klaro. Kane, wir beenden unsere Patrouille. Kriegsherr, in Deckung! Zurück! Hendricks, alles okay? Ja, ich hab ihn! Was zum Teufel? Wer schießt da? Alles okay da hinten? Agent Kane? Ich hatte doch gesagt, oben bleiben. Schien, als würde dir Hilfe brauchen. Und ihr wart so laut, dass sich jeder 54-I-Fußsoldat nur zu gern um euch gekümmert hätte. Wir müssen uns beeilen. Schalten wir ihre Kommunikation aus, bevor sie es bemerken. Mir nach. Nach dir?
Abgeriegelt. Sie leiten ihre Kommunikation über ein zweites Relais. Kannst du es orten? Sekunde noch. Ich hab's. Von dort aus könnt ihr das Störprogramm hochladen. Wir treffen uns bei der Geheimstation. Klingt wie ein Plan. Bewegung. Bewegung. Alter Freunde, ich liebe dieses Spiel. Ah na, wollen wir ja nicht. Es macht so viel Spaß, wirklich. Ich liebe es. Alter. Also Kane, was tun wir, wenn wir die Geheimstation erreichen? Zuschlagen und ausräumen. Euer DMI macht euch Jungs zu wandelnden Datenträgern. Wir laden euch sämtliche Daten hoch und löschen dann alles. Wie weit er aufspringen kann. Den Fakten nach wurde die Station von der dominanten Militärkraft in dieser Region geplündert. Wahrscheinlich gibt es keine Überlebenden. Kane, nähern uns dem Kommunikationsrelais. Es ist schwer verteidigt. Ja, aber das machen wir schon, weißt du? Ganz easy. Wir machen das jetzt zu zweit. Hey, lass du da meinen Kollegen in Ruhe. Aua, nein, das war natürlich kacke. Oh, ein bisschen aufpassen müssen wir schon noch. Hier redet schon wieder nichts, gell? Ich weiß, es fällt mir auf, es fällt mir auf. Aber ich will nicht sterben. Aha. Hacken. Das Relais ausschalten. Die Penner dürfen nicht mehr miteinander reden. Kane, die Kommunikation wird ausgeschaltet. Wo bist du? Ich check die Geheimstation. Sie ist voller 54 Immortals. Sende neue Koordinaten auf euer HUD. Auf dem Weg. Sind wir fertig? Sind fertig. Klaro. Haben wir erledigt. Weiter geht's. Wir wollen ein wenig herumschießen. Ist die jetzt nicht. Achtung, Hendrik! Das Gebäude bricht zusammen! Wo? Okay. Vielleicht haben wir mich geirrt. Alter! Vorsicht! Auf dem Grabstein soll doch nicht Scheiß Sturm stehen, oder? Na, no, das wäre doof. Das wäre nichts, du. Eigentlich ganz cool, wenn man da so zur zweiten mal drum rennt. Gefällt mir. Bin ich auch so komisch aufgekreilt wie der gerade. So, Kim, ich geb dir wieder Rückendeckung. Glaub nicht, dass hier noch wer lebt. Ja, mal schauen. Mal schauen. Irgendwas wird sich schon wieder finden. Hey, hallo. Wieder auch rauf. Oh, das können wir natürlich da mal. Na, immer. Sollen wir nur Ausrüstung wählen? Wir wollen alles mitnehmen, bevor der Sturm noch heftiger zuschlägt. Was sollen wir tun? Ja, was tun wir denn? Bevor der Sturm kommt. Oh, einklinken. Sehr gut, wart auf mich. Hä? Hä, warum kann ich nicht auf der Seite? Was habe ich denn falsch gemacht? Warum habe ich keinen Wandsprung gekriegt? Irgendwas ist falsch, Freunde. Irgendwas passt nicht. Wo? Granate. Hä? What the hell? What? Nein! Ah, das ist gar nicht gut da. Gefällt mir nicht so gut. Was ist da gestanden? Halten Sie zum Benutzen. Oh, okay. Das ist natürlich geil, Freunde. Das ist geil. Jetzt ist es zu heiß, brennt mal gerade. Aber ich stirb gleich.
Wir sind tot. Ich hätte vielleicht doch nicht die ganze Zeit da drauf bleiben sollen. Ah, nicht so cool. Nicht so cool. Wir müssen wieder ein. Einklinken. Warum hat der Wandsprung nicht geklappt? Der hat er den auch gemacht. Ich muss doch nur an die Wand springen. Das ist das. Okay. Kampfkunst. Hä? Okay. Mikroraketenwerfer haben wir damit. So. Und was mache ich dann falsch? Warum? Schaut's her. Ich hab doch auch schon den Wandsprung gelernt. Feinde nähern sich. Direkt voraus. Ihre KRs müssen resetten. Schalten wir sie aus. Probieren wir es einfach. Aber ich kann keinen Wandsprung mehr. Als hätte er das früh verlernt. Die Sniper sind natürlich voll gemein. Und auch die Raketenwerfer da. Jetzt gehen wir da mal weiter. Warum kann er da nicht? Ach Mano. Feindlicher Kriegsherr. Verstärkungen auf der Straße. So, wieder konzentriert. Okay, okay, okay. Ich kann halt schnell irgendwie rennen oder so. Achso, das ist sie, das ist sie, das ist sie. Okay. Da ist eine Granate, die gleich explodiert. Ja, ich bin doch noch vegan gerannt. So eine Kacke. Ey, wir sind da echt zu viele. Gar nicht so geil, Freunde. Alter, hey, da geht's zu. Was ist denn das wieder für einer? Alter, was ist mit dir? Der stirbt ja nicht. Die blöde Sau. Jetzt an. Puh, Sache bei dir. Sache bei dir. Wir schauen, dass wir jetzt da hinrennen. Ed läuft schon, Ed läuft. Hineingehen. Kane, wir sehen die Geheimstation. Muss der hintere, glaube ich. Warum muss ich auch nicht? Hä? Ja, jetzt ist offen. Okay. Jetzt ist offen. Ich war zu schnell. Finden wir heraus, womit wir es hier zu tun haben. Machen wir das. Machen wir das. Was ist denn hier passiert? Da hatte es jemand eilig. Kane? Vielleicht 54 IKR-Explosionen. Die Türen wurden nicht von außen gesprengt, sondern von innen. Naja, was erwartet uns? Wir schauen da lieber ein bisschen. Nicht, dass wir irgendwo eine böse Überraschung haben. Die nicht so cool wäre. Da vorne ist was. Bereit machen. Ich bin bereit, die ganze Zeit. So, so geht es. Da nicht lange mal da einfach drauf. Die war umsonst, die hättest du ja sparen können. Mäderle. Ja, gell? Durch die durch die eigene Granaten. Sehr cool. Was haben wir denn da? Hörst du das? Da drin ist jemand. Die Tür öffnen. Los! Kein Gewalteinsatz nötig. Manchmal muss man nur klopfen.
Gott! Denken Sie an einen ruhigen Ort. Oh je. Denken Sie an einen sicheren Ort. Schalt den Scheiß ab! Stellen Sie sich einen vereisten Wald vor. Was zur Hölle ist das, Kane? Ich suche gerade. Das sieht nicht gut aus, Freunde. Von einem Jay Zong, Vollstrecker der 54 Immortals. Es war eine Hinrichtungsmethode für ihre schlimmsten Feinde. Durchgeführt am lebenden Objekt. Oh nein, gar nicht gut. Was? Ist noch was? Die Datenträger. Sie sind weg. Überwachungsvideos, Berichte, Befragungen, alles, was wir runterladen und löschen wollten. Lokale Kopie einer CIA-Geheimseite. Mit Tagesstand der weltweiten CIA-Aktivität. Wenn das rauskommt, dann fliegt jede CIA-Operation auf der ganzen Welt auf. Und die Peilsender der Laufwerke? Die Biokuppeln. Das Herz der 54 Immortals und Heimat des Bruderschwester-Anführergespanns Go Min und Go Julan. Also holen wir uns die Laufwerke und zahlen es ihnen heim. Ich glaube nicht, dass das die Immortals waren. Die Türen wurden von innen gesprengt. Sie haben gebohrt. Sie waren nie in diesem Raum. Aber wer war es dann? Ich meine, wer hatte sonst noch Zugang? Diese Station wurde zuletzt benutzt von einer Black Cyber Ops Einheit vom Winslow Abkommen. Das war John Taylors Team. Was? Du glaubst, sie sind verantwortlich für diese Morde? Keine beschissene Chance, Kane. Ich kenne doch Taylor. Er würde sich niemals gegen uns wenden. Täusch dich mal nicht. Ja, das kann schneller passieren, als man glaubt. Jemanden, den man vertraut. Dass das dann ganz anders ist, ne? Ich glaube, die Erfahrung muss jeder mal im Leben machen. Ah, geiles Spiel. Richtig, richtig cooles Game. Ich bin ja richtig froh, dass ich es mir doch noch gekauft habe. Gefällt mir. Mission abgeschlossen, Freunde. Was haben wir denn da? Die Undercover-Mission. Auf Soldat abgeschlossen. Okay, dann einfacher Schwierigkeitsgrad. Passt auch. Ihr wisst ja, wir haben nicht Schweres gewählt, aufgrund dessen, dass ja in einem Let's Play nicht so toll ist, wenn ich dann die ganze Zeit sterbe. Was haben wir da? Scharfschützen, Blaupause. Okay. Fertigungskit. Die Kuder haben wir auf Level 5. Sehr gut, Aufsatz. Wieder lauter Aufsätze, wie wir es eh schon aus Infinite Warfare kennen. Und eine Auszeichnung geschafft. Dann da wir da mal auf Weiter. Wir steigen auch ein Level. Schöne Sache. Und dann wieder auf Weiter. Was kommt denn da? Okay, wir sind da wieder in der Basis zurück. Interagieren können wir da wieder. Kleiderschrank, Sammelstücke. Die ganzen Sachen, die was wir heute so erinnern haben. Was ich dich fragen wollte. Kane denkt, dass Taylor hinter dem Angriff auf die Geheimstation steckt. Müsste sein DNI ihr nicht seinen genauen Standort verraten? Und was hatten das Cyberkerne? Irgendwie müssen sie ihre DNI-Verfolgung abgeschaltet haben. Okay, fortsetzen. Aber wir können da dann Kontrolle, Kampfkunst. Okay. Also wir können da verbessern. Sehr schön, das habe ich noch gar nicht gewusst. Ich glaube, Freunde, wir müssen uns da herinnen noch mal ein bisschen beschäftigen mit dem Ganzen. Waffen gestalten. Ich habe ihre Akte gelesen. Die Ausrüstung bearbeiten. Der Timer läuft. Moment mal. Und überlebt. Ich denke, sie meint es ehrlich. Okay, Freunde, ich würde sagen, in der nächsten. Mal, jetzt unterbricht es mir nicht an. In der nächsten Folge werden wir uns da herinnen einmal ein bisschen beschäftigen, denn das haben wir bis jetzt eigentlich noch gar nicht getan. Ich glaube, das ist jetzt schon die 6. Folge. Und wir können da irgendwie ein bisschen
aufrüsten und so weiter und so fort. Keine Ahnung, ich weiß noch nichts. Probieren wir es einfach beim nächsten Mal und so mit einem schönen Tag noch. Tschüss.